Herzlich willkommen zu Pecunia, dem Finanz- und Versicherungsmagazin. Liebe Zuschauer, sehen Sie jetzt, was wir für Sie heute vorbereitet haben. Wie steht es um die Qualität der Beratungsleistung von Versicherungsvermittlern in Deutschland? Und worauf müssen Verbraucher achten, die ihre Dienste in Anspruch nehmen? Eine wichtige Frage, denn es gibt große Unterschiede in der Branche. Was ein Immobilienmakler eigentlich so tut, wissen sicherlich die allermeisten. Was aber tut ein Versicherungsmakler ganz genau? Und worin unterscheidet sich der Versicherungsmakler vom Versicherungsvertreter? Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Sie vermitteln Verträge zwischen Versicherungsgesellschaften und Versicherungsnehmern und sind somit Kaufleute nach dem Handelsrecht. Versicherungsmakler sind, anders als Versicherungsvertreter, nicht vertraglich an eine Gesellschaft gebunden, sondern waren als treuhänderähnliche Sachwalter die Interessen der Versicherungsnehmer. Aktuell sind im Versicherungsvermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertags in Deutschland mehr als 250.000 Versicherungsvermittler registriert. Rund 46.000 hiervon sind Versicherungsmakler, der Rest sind Vertreter oder Mehrfachagenten. Zu den Rechten und Pflichten des Versicherungsmaklers zählen die Ermittlung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und die Vermittlung günstiger Verträge. Auch kümmert er sich um Verwaltung, Betreuung und Aktualisierung dieser Versicherungsverhältnisse. Und er haftet für eine schuldhafte Verletzung seiner Pflichten gegenüber dem Versicherungsnehmer. Der Immobilienmakler makelt mit Immobilien. Da muss man sich zwangsläufig die Frage stellen, makelt der Versicherungsmakler dann mit Versicherungen? Und wie wird er eigentlich bezahlt? Stellt der Versicherungsmakler am Ende auch eine Rechnung aus wie der Immobilienmakler? Oder bekommt er Abschlussprovisionen wie ein Versicherungsvertreter? Und überhaupt, was ist die bessere Beratung? Über den Versicherungsmakler oder über einen Vertreter? Diese Fragen und noch einige weitere werden wir in unserer heutigen Sendung klären. Und ich habe mir dazu auch einen Brancheninsider eingeladen, Herr Dr. Hans-Georg Jensen vom VDVM. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Ja, guten Abend. Herr Dr. Jensen, Versicherungen, der Abschluss einer Versicherung muss ja wohl überlegt sein. Es gibt aber eine Fülle von Möglichkeiten, wie man Versicherungstarife abschließen kann. Beispiel übers Internet oder bei der Hausbank, bei einem Versicherungsvertreter und natürlich auch bei einem Versicherungsmakler. Bei dieser Vielfalt ist der Verbraucher natürlich verwirrt. Was soll er jetzt machen? Wo kann man am besten Versicherungsschutz bekommen, sprich abschließen? Also es ist relativ einfach. Je komplexer der Lebenssachverhalt ist, je größer die Gestaltungsmöglichkeiten im Versicherungsbereich sind, umso eher ist eine notwendige und gute sachliche Beratung angezeigt. Das bedeutet, bei einer Berufsunfähigkeit scheidet das Internet als Medium aus. Nur ganz einfache Sachverhalte lassen sich überhaupt dort eruieren. Das heißt also, man kriegt weitere Informationen. Das bedeutet, dass man sich dann in die Hände eines Professionals begeben sollte. Da hatten Sie schon gesagt, da gibt es Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler. Auf den Unterschied werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Die Hausbank hat ihre Kernkompetenz sicherlich im Bankbereich. Die Frage ist, ob sie dann auch genauso gut beraten kann und auch vermitteln kann im Versicherungsbereich. Das ist ein erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, will oder soll die Bank überhaupt alles das wissen, über die finanziellen Sachen hinaus, auch aus dem Versicherungsbereich. Ich würde da immer etwas vorsichtiger sein und man legt auch nicht alle Eier in einen Korb. Also ich höre daraus, im Internet sich selbst beraten ist nicht so gut und Hausbank sollte vielleicht lieber Kredit- und Bankgeschäfte machen. Bleiben also die Klassiker, der Versicherungsvertreter und der Versicherungsmakler. Das klingt so ein bisschen ähnlich und der Verbraucher meint wahrscheinlich auch, das ist so irgendwie das Gleiche. Worin unterscheiden die beiden Berufsbilder sich eigentlich voneinander? Beide sind in Deutschland Vermittler, die registriert worden sind, die eine Sachkunde nachgewiesen haben. Aber der große Unterschied besteht darin, dass ein Versicherungsvertreter ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen vertritt. Er gehört also dem Lager des Versicherers an. Während der Versicherungsmakler auch nach der Rechtsprechung und dem Gesetz der treuhänderische Sachwalter der Versicherungsinteressen des Kunden ist. Mhm. Das heißt, es ist praktisch Ihr Einkaufsberater und nicht der Verkaufsberater des Versicherers. Ja. Und da ist ein gewaltiger Unterschied und deshalb arbeitet der Makler praktisch für Sie. Okay, jetzt ist ja ein Versicherungsvertreter, das kennt man ja auch aus der Werbung, gehört einer bestimmten Versicherung an. Er handelt im Auftrag einer bestimmten Versicherung, hat also eine Versicherung im Rücken. Der Versicherungsmakler ist ja unabhängig, sagten Sie ja gerade, also nicht. Ist das jetzt eher ein Vorteil, diese Zugehörigkeit oder Abhängigkeit von einem Versicherer, oder ist es ein Nachteil?
Also wir werten die Unabhängigkeit des Versicherungsmarktes als ganz großen Vorteil, weil er natürlich dann aus der Breite des Marktes auch die Angebote sortieren kann. Es gibt sicherlich Versicherer, die ein tolles Angebot haben. Es gibt einen anderen Versicherer, der hat auch ein tolles Angebot. Das heißt, wenn man über einen Versicherungsvertreter abschließt, läuft man die Gefahr, dass man, wenn man alle Verträge bei diesem Versicherer abschließen würde, dann auch Sachen bekommt, die nicht ganz so gut sind. Und da ist es natürlich besser, wenn man dann einen Versicherungsmakler, der aus der Breite des Marktes das auswählt, sodass man die Chance hat, möglichst passende und für einen selbst sehr gute Produkte auch zu bekommen. Besten Dank für den Moment. Ja, liebe Zuschauer, der Versicherungsmakler makelt mit Versicherungen. Die Frage ist, kümmert er sich auch um die bereits bestehenden, also vorhandenen Verträge? Und wie kann eine Zusammenarbeit mit einem Versicherungsmakler überhaupt stattfinden? Das und noch einiges weitere werden wir gleich im zweiten Teil näher besprechen. Bleiben Sie also dran, wir sehen uns gleich wieder. Studio 47. Wir sehen uns. Was genau tut eigentlich ein Versicherungsmakler? Das ist das Thema, was wir heute besprechen. Und jetzt beim zweiten Teil immer noch mein Gast, Dr. Georg Jensen vom VDVM. Herr Jensen, wenn ich jetzt mir mal einen Versicherungsmakler so angucke, da wird es auch sicherlich Unterschiede geben. Woran erkennt der Laie denn die Unterschiede, ob es ein guter, ein professioneller Makler ist oder vielleicht auch nicht? Ich würde auf drei Sachen achten. Erstens eine gute Ausbildung, möglichst hochwertig. Zweitens, dass der Versicherungsmakler einen seriösen Geschäftsbetrieb unterhält. Sofamakler wäre das Gegenteil davon. Und drittens, dass er Mitglied in einem anerkannten Berufsverband ist. Zum Beispiel in unserem Verband der Versicherungsmakler, der Deutschen Versicherungsmakler. Wenn jetzt so ein Berater, ich sage jetzt mal Vertreter als Beispiel, Versicherungsvertreter, einen Fehler begeht, das kann ja passieren, Fehler machen ja alle Menschen irgendwann einmal, dann haftet dafür höchstwahrscheinlich die Versicherungsgesellschaft, für die er tätig ist. Was passiert aber, wenn der Versicherungsmakler einmal einen Fehler begeht? Wer haftet dann? Die Versicherungsmakler sind zugelassen und zu den Zulassungsvoraussetzungen gehört danach was an der Berufshaftpflichtversicherung in einer doch schon sehr anspruchsvollen Höhe. Und die Verbandsmitglieder zum Beispiel bei uns haben den Haftpflichtversicherungsschutz in doppelter Höhe. Das sind knapp 2,5 Millionen Euro. Das müsste für fast alle Verbraucherfragen durchaus ausreichen. Also daher abgesichert, ja. Wenn was passiert, tritt die Haftpflichtversicherung ein. In der öffentlichen Diskussion sind ja immer wieder die viel zu hohen Abschlussprovisionen. Also wenn jemand eine Versicherung vermittelt, Versicherungsvertreter oder Makler, gibt es eine hohe Provision. Da stellt man sich ja die Frage, ist es nicht oder wäre es nicht besser, wenn so eine Beratung, so ein Abschluss zustande kommen würde ohne eine Provision und dann im Anschluss der Versicherungsmakler eine Rechnung ausstellt seinem Kunden, so wie das zum Beispiel Anwälte oder auch Steuerberater machen. Was halten Sie davon? Wir halten davon nicht ganz so viel. Anwälte und Steuerberater muss man beauftragen in bestimmten Situationen. Dass die Leute jeden Tag morgens aufwachen und unbedingt eine Versicherung abschließen wollen, das ist nicht der Fall. Bei Anwälten und Steuerberatern gibt es auch praktisch keine Fehlberatungsgespräche. Das heißt, dort führt jedes Gespräch sicherlich zu einer Auskunft. Während bei der Versicherungsvermittlung es so ist, dass häufig zu zwei Dritteln zum Beispiel zu gar keinem Abschluss einer Versicherung kommt. Mhm. Auch das muss dann bezahlt werden. Und die Kortage und Provision ist ein mechanisches Vergütungssystem. Es wird dann praktisch auf alle anderen Fälle umgelegt. Und dieses System kommt im Kern den breiten Bevölkerungsschichten zugute. Mhm. Denn wenn sie individuell abrechnen würden, würden die Reichen, Schönen und Gesunden proportional weniger bezahlen und die nicht so Reichen, die nicht so Gesunden, die sperrigen Risiken müssten mehr bezahlen, weil natürlich der Aufwand dann auch größer ist. Da finde ich dieses System, wie wir es im Moment haben, gerechter. Und was Transparenz angeht, fragen Sie Ihren Versicherungsvermittler, wie hoch die Vergütung ist. Unsere Mitglieder geben gerne dazu Auskunft. Und in den Lebensversicherungsverträgen im Produktinformationsblatt sind übrigens auch die eingerechneten Abschlusskosten bereits in Euro und Cent ausgewiesen.
Mehr geht praktisch kaum. Jetzt besitzen natürlich die meisten Verbraucher bereits Versicherungsverträge, die sie entweder selber im Internet abgeschlossen haben oder bei der Bank oder eben bei einem Vertreter. Jetzt wollen sie mit einem unabhängigen Makler zusammenarbeiten. Wie funktioniert das? Wie kommen die zusammen? Das ist ganz einfach. Man schließt mit dem Makler einen Maklervertrag ab. Der Makler übernimmt danach die Betreuung des vorgefundenen Versicherungsbestandes und überprüft dann in regelmäßigen Abständen oder wenn Verträge auslaufen, was getan werden muss und schließt dann für den Kunden neue Verträge ab. So einfach geht das? Ja. Im Grunde gar kein großes Problem. Ja, Wohlfühlprogramm. Also Versicherungsmakler klingt so ähnlich wie Immobilienmakler, ist aber tatsächlich was ganz anderes, haben wir heute erfahren. Und auch der Versicherungsmakler unterscheidet sich erheblich vom Versicherungsvertreter. Kleine, aber doch feine und wichtige Unterschiede. Herr Dr. Jensen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich gebe jetzt noch mal ganz kurz ab in die Werbung. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich wieder. Studio 47. Wir sehen uns. Nicht nur die Kostenstrukturen von Bankprodukten sind aktuell in der Diskussion, sondern auch die von Versicherungsprodukten, wie etwa Abschlussprovisionen. Mit einem gesetzlichen Provisionsdeckel sollen überhöhte Abschlussprovisionen begrenzt werden. Die Verteilung der Abschlusskosten wurde bereits von 24 Monaten auf 60 Monate angehoben. Ob Abschlussprovisionen oder Beratungshonorare bessere Alternativen wären, ist in der Branche höchst umstritten. Man sieht in der deutschen Bevölkerung noch keine Bereitschaft, für Beratungsleistungen auch entsprechende Honorare wie bei Rechtsanwälten oder Steuerberatern zahlen zu wollen. Klar ist aber auch, dass Berater, ganz gleich ob Vertreter oder Makler, hierfür auch angemessen vergütet werden müssen. Die Namensgleichheit zwischen einem Immobilienmakler auf der einen Seite und einem Versicherungsmakler auf der anderen Seite ist für den Verbraucher wahrscheinlich verwirrend. Tatsächlich aber arbeitet ein Versicherungsmakler wahrscheinlich eher wie ein Rechtsanwalt oder wie ein Steuerberater, weil er mit seinen Kunden Mandatsverhältnisse eingeht. Es ist eine dauerhafte Beratung, also anders als zum Beispiel beim Versicherungsvertreter, der doch eher abschlussorientiert arbeitet. Aber auch bei den Versicherungsmaklern gibt es große Unterschiede, wie wir in der heutigen Sendung erfahren haben. Liebe Zuschauer, wir sind mal wieder am Ende unserer Pecunia-Sendung. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie interessiert waren und schauen Sie auch in der kommenden Woche wieder Pecunia, das Finanz- und Versicherungsmagazin. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen. Nächstes Mal bei Pecunia. Ökologische Rente. Auch bei Versicherungen spielen Aspekte wie Nachhaltigkeit und Ethik eine zunehmend wichtige Rolle. Haben Sie noch Fragen zur heutigen Sendung? Dann schreiben Sie uns. Wir antworten Ihnen gerne unter mail@pecunia.tv, per Fax unter 0203 7388 015.